Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, vor wenigen Tagen hat es mich erreicht, mein nächstes Spider-Co. Und die, die auf Instagram folgen oder die auf Facebook mit mir verbunden sind und sich in den gleichen Gruppen tummeln, die werden es wissen. Es handelt sich um das Spider-Co Pits in Blau. Nummer ist C192 TIBLP. Ein Messer, das definitiv Fragen aufwirft. Das wären jetzt meine ersten Eindrücke. Und ihr dürft euch nicht wundern, wenn das so klingt, als würde ich eine ganze Menge zu meckern haben. Ich bin das in Gedanken mal durchgegangen und das klingt tatsächlich so, als hätte ich an dem Messer einiges auszusetzen. Ein, zwei Dinge stören mich, aber alles in allem bin ich trotzdem der Meinung, das ist ein richtig klasse Messer. Von daher, Fazit vorneweg. Das Ding taugt mir. Das gefällt mir wirklich richtig gut. Kommen wir aber jetzt im Einzelnen drauf. Zum einen wäre da der Anschaffungspreis. Das Messer wird aktuell, Stand Ende Januar 2018, bei Lamnia für etwa 184 Euro angeboten. Was ihr bei uns in Deutschland so findet, sieht in der Regel so aus. UVP von 479,95. Weiß ich nicht, ob die UVP überhaupt realistisch ist. Andere hatten mal, ich glaube, bei Birka ist es aktuell mit 400 gelistet, wobei das glatt scheint schon ein reduzierter Preis zu sein, da das blaue Pits ja aus dem Sortiment geht oder das Pits allgemein discontinued ist. Ich weiß es gar nicht genau gerade. Allerdings ja, wird das langsam ein bisschen problematisch mit der Verfügbarkeit. Auch bei Lamnia war es lange Zeit nicht lieferbar. Es war eine Vorankündigung. Ich habe mich auf die Liste zur Benachrichtigung setzen lassen. Und bevor die Benachrichtigung kam, hatte ich schon in den USA geordert, über einen Shop, der über eBay weltweit verkauft. Ich habe inklusive Versand 133 Euro und ein bisschen. Rechnet dann selber aus, es lag unter 150 Euro. Das heißt, nur ein Vorumsatzsteuer wird fällig, wenn der Kaufbetrag inklusive Versandkosten unter 150 Euro liegt. Das heißt, ihr rechnet einfach nochmal 19% obendrauf. Das heißt, ihr seid bei einem Direktimport eventuell immer noch unter dem Preis, den Lamnia euch anbieten kann. Wobei die 184 sind meiner Meinung nach fair. Gut. Die Standard-Spyderco-Verpackung können wir mal beiseite legen. Ganz kurz ein paar Daten zum Messer. Wir haben eine Gesamtlänge von knapp über 18 cm. Wir haben einen Titan-Slip-Joint-Folder mit einer Klingenlänge von ziemlich genau 7,5 cm. Warum 7,5? Knapp unter 3 Zoll. Das hat etwas mit der Legalität in England zu tun. Messer in England dürfen nicht verriegeln und die Klingenlänge darf nicht länger als 3 Zoll sein. Dementsprechend, der Designer ist Mike Read aus England. Entschuldigt bitte. Haben wir hier ein Messer? Meine Güte. Entschuldigt. Das sich an diese Vorgaben hält. Gut, jetzt kommen wir mal zu den angesprochenen Punkten, die mich so ein ganz klein bisschen stören. Designtechnisch braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Ja, es ist natürlich Geschmackssache, aber ich finde es ganz außergewöhnlich, die offenliegende Rückenfeder, das schöne samtblaue Titan mit den Löchern. Ja, alles ganz wunderbar. Voll hochgezogener Flachschliff, satinierte Klinge, feiner Anschliff, gemessen 0,43 bis 0,45 mm hinter der Faser. Der Stahl ist der Böhler N96CO. Jetzt habt ihr eben die UVP von 479 Euro gesehen und dann ist da ein Böhler N96 drauf. Ja. Bei Messern, ich sag mal, bis 150 Euro nachvollziehbar. Alles, was darüber hinausgeht, finde ich, dürfte es dann wenigstens mal ein S30V oder S35VN sein. Wobei sich so ein bisschen mein Verdacht bestätigt sieht, dass der S30V irgendwie doch noch so ein ganz klein bisschen schnitthaltiger war als der S35VN, der Nachfolger. Also S30V sehr gerne. Benchmade macht es aktuell bei vielen Modellen, auch in der Preisklasse zwischen 100 und 150 Euro. Und die sind meiner Meinung nach dem Böhler N96 überlegen. Zweite Sache. Das Messer kam scharf aus der Box.
Das ist bei Fertigung in Italien, aber auch zu erwarten, grundsätzlich bei Spyderco. Das war ganz wunderbar. Ich werde mal eben hier ein bisschen Werbung zwischendurch, ne, für den David. Zettelchen, hoppla, das waren zwei. Und ihr seht schon, das gleitet ganz wunderbar durchs Papier, beinahe widerstandsfrei. Ja, wirklich schöne Schärfe. Ich habe nicht viel gemacht. Ich bin lediglich zwei, drei Züge mal mit dem grünen Compound übers glatte Leder, um vielleicht so ein bisschen die Kante noch ein bisschen feiner zu machen. Aber grundsätzlich an der Schärfe hat sich da nichts mehr getan. Die Klinge hat Spiel. Ne, es ist ein Slip-Joint. Es ist eine sehr, wirklich wortwörtlich zu nehmen, offene Konstruktion. Ich bin auch noch nicht rangegangen, denn ich wollte für die ersten Eindrücke das Messer so lassen, wie es aus der Box kam, abgesehen von den drei, vier Züge übers Leder. Es hat tatsächlich leichtes Klingenspiel. Gucken, wie sich das oder ob sich das beheben lässt. Was mir fehlt, ist das Jimping. Das macht Spyderco ganz hervorragend. Hier mal als Beispiel das UKPK. Und wenn ihr mal diese kleine Rampe hier anschaut, von der Länge, wäre das ideal gewesen, ein ähnliches Jimping anzubringen, wie das beim UKPK der Fall ist. Chance wurde vertan. Der gute Nick Shabazz hat in seinem Video zum Pits bemängelt, dass die Kanten zu scharf sind. Sie sind scharf. Das ist allerdings jetzt von meiner Seite kein Kritikpunkt. Ich möchte es nur erwähnen. Das ist dann mehr so auf der neutralen Seite. Ich persönlich finde das klasse, denn so hast du. Das Spidey Hole ist im geschlossenen Zustand zu, ich sag mal, 25% verdeckt. Hast du einen super Grip, auch wenn das Spidey Hole nicht vollständig zu erreichen ist. Das erhöht meiner Meinung nach wirklich die Praktikabilität. Darüber hinaus diese wunderbaren, wunderbaren Lines, diese wunderbaren Kanten, die unterstreichen einfach nur meiner Meinung nach die Fertigung aus Italien. Also das gefällt mir sehr gut. Ist also nicht wirklich ein Kritikpunkt, aber ich möchte es erwähnen. Weitere Kleinigkeit. Wenn ich das Messer öffne und je nachdem, wie meine Finger hinten liegen, im letzten Moment geht die Feder ein Stückchen hoch und schnappt dann wieder runter. Und da passiert es schon mal leicht, dass sich das Fleisch des Zeigefingers in der Feder fängt und so ein bisschen eingepitcht wird. Das ist mir jetzt ein, zwei Mal passiert. Wenn es passiert, erschreckt man sich ziemlich. Ist jetzt nicht, dass das ein Schmerz wäre, den man nicht aushalten könnte, aber seid gewahr, das kann durchaus passieren. Und dann gibt es tatsächlich noch eine Kleinigkeit. Ja, ich bin noch nicht am Ende mit der Meckerei. Ich liebe die Drahtclips von Spyderco, die sind hochfunktionell. Allerdings haben die immer ein bisschen Spiel nach rechts und links. Und jetzt haben wir hier blau anodisiertes Titan in einer wunderbar samtigen Oberfläche. Und was passiert? Ihr könnt ja jetzt schon sehen, das Messer ist den dritten Tag bei mir. Es bilden sich sofort blanke Stellen, weil der Clip halt nach rechts und links Spiel hat. Solltet ihr also nicht planen, das Messer als Anschauungsobjekt, als Vitrinenstück anzuschaffen, sondern das Ding tatsächlich zu nutzen, seid euch darüber im Klaren, diese Spuren lassen sich nicht vermeiden, egal wie gut ihr mit dem Messer umgeht. So, na, das war jetzt schon einiges, ne? Also wir haben leichtes Klingenspiel, der Stahl ist nicht der beste, die UVP von Spyderco ist ein schlechter Witz, die offenliegende Rückenfeder könnte dafür sorgen, dass ihr euch hin und wieder mal einen Finger einklemmt. Die Klinge hat ab Werk leichtes Spielen rechts und links, oben und unten überhaupt nicht. Ja, und eventuell, wen es stören könnte, die scharfen Kanten am Spidey Hole und am Übergang zum Grind. Wen das nicht stört, der bekommt mit dem Spyderco Pitz ein fantastisches 42A-konformes Taschenmesser. Es liegt ganz wunderbar in der Hand, selbst in meinen riesen Patschehändchen. Wunderbarer Griff. Das Jimping, das Fehlende, kann ich verkraften, denn ein Slipjoint ist naturgemäß eher für leichte und mittlere Aufgaben gedacht. Also genau das, was in mein Anforderungsprofil fällt. Die Action ist prima, die Optik ist wunderbar, die Materialien, abgesehen vom Klingenstahl, gut gewählt und hervorragend verarbeitet. Maniago liefert da einen ganz hervorragenden Job ab. Alles in allem, wenn ich Punkte vergeben müsste, ist immer schwierig. Aktuell würde ich 7,5 geben von 10, ja, also 75% Wertung.
mit der Sonderrolle, die das Spyderco-Pitz auf dem Markt einnimmt, also als hochmoderner Slip-Joint-Folder mit tollen Materialien, mit Titangriff und einer ganz außergewöhnlichen Optik bzw. Mechanik, müsste man sogar noch mehr vergeben, da würde ich zu 8 oder 8,5 tendieren. Klingenstahl, da muss auf jeden Fall was passieren. Wir hatten gerade in einer Gruppe eine kleine Diskussion über den 8CR13 MOV. Gerade läuft die SHOT Show, Blade HQ ist auf den Ständen unterwegs, dreht da mit den Ausstellern die Videos, wo die dann das neue Zeug für 2018 präsentieren. Und Spyderco und CRKT bejubeln da den 8CR13 MOV als wunderbaren Stahl. Und ja, die Zeit ist einfach vorbei. Also da muss langsam was passieren. Der N690 oder der 14C28N von Sandvik wären prima Alternativen in der Einstiegsklasse, die, glaube ich, alle Hersteller ohne große Mehrkosten verwenden könnten. CTS BD1, ja, man hört mal Gutes, mal Schlechtes. Ich hatte ihn mal am ersten UKPK. War okay, wurde wunderbar scharf, aber bei der Schnitthaltigkeit war ich jetzt nicht so überzeugt von dem Stahl. Ließ sich aber wunderbar nachschärfen, von daher für ein kleines Alltagsmesser wunderbar. Das wäre dann so wirklich die Bottomline. Darüber dann so ein bisschen der N690, vielleicht der 14C28N. Ja, und darüber hinaus haben wir alle unsere Lieblinge. S30V, S35VN, sicherlich auch in der Mittelklasse, gar kein Problem mehr. Die Chinesen machen es vor. Egal, ob das Kaiser Knives sind oder was auch immer da aus China kommt, im Bereich von 100 bis 150 Euro. Und wir haben S35VN und Titan. Die machen vor, dass es möglich ist. Und da müssen sich dann einfach die, ich sag mal, die westlichen Hersteller ein ganz klein bisschen mehr strecken, wenn sie da weiter am Ball bleiben wollen, wenn sie da weiter konkurrenzfähig bleiben wollen. Für mich war es kein Grund, das Pitz nicht zu kaufen. Ich habe einen guten Deal gemacht jetzt im Abverkauf. Das Messer war wirklich fast schon ein Schnapper. Es liegt bei Lamia bei 185 Euro, 184 Euro. Damit ist es auch definitiv noch im Rahmen dessen, was das Messer wert ist. Definitiv. Bei dem Preis braucht man nicht lange überlegen. Ja. Also es kriegt auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, allerdings ne, mit den angesprochenen Einschränkungen. Zum Schluss noch ein Größenvergleich, wie das immer. Nein, machen wir erst noch das Gewicht, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Knapp über 18 cm gesamt bei einem Gewicht von 92 Gramm. Mal zum Vergleich, das UKPK liegt bei 48,3. Natürlich den ultraleichten FRN-Griffschalen geschuldet und der deutlich schlankeren Klinge. Und dann hätten wir noch das Hinderer mit dem Steel Flame Clip. Ist mit 108 Gramm dann sogar nochmal 16 Gramm schwerer bei gleicher Größe. So, und Größenvergleich. Spyderco Alox Solo mit Spyderco. Habe ich gerade Spyderco Alox gesagt? Victorinox Alox Solo zu Spyderco Pitz. Ihr seht ungefähr, was euch erwartet. Effektive Schneide ist gar nicht mal so viel mehr. Das sind vielleicht 7, 8 mm beim Pitz. Allerdings, ja, die Anmutung optisch und was das Material angeht, ist dann natürlich definitiv nochmal eine andere. Vic geht natürlich auch immer, gar keine Frage, aber das Spyderco ist schon meiner Meinung nach was ganz Besonderes. Ja, das Spyderco Pitz Titan Blau. Außergewöhnliches, kleines oder sagen wir mittelgroßes Messerchen. Außergewöhnliche Rückenfeder, Slip Joint in Deutschland 42A konform zu tragen. Trotz kleinerer Einschränkungen meine Empfehlung. Ich danke euch fürs Reinschauen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und sage, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.